hier wäre halt auch mega geil, noch so 2 Apfelbäume hinzupacken. Aber es klappt halt vom Platz nicht, weil die halt so viel... Oh! Hier würde ich halt literally einen Baum gepflanzt bekommen noch. Ich meine, wir haben hier unten im Zentrum haben wir auch schon einen gepflanzt. Und hier würden wir halt einfach noch einen gepflanzt bekommen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Was meint ihr? Baum, ja, nein, hier an der Stelle? Schon, oder? Ja, geil. Ich kann leider nicht einfach nur einen Apfel einpflanzen, oder? Ich kann nicht einfach nur sagen, yo, hier ist mein Apfel, ich pack meinen Apfel da rein. Hey, red mal mit mir. Wo finde ich Händler, Landwirtschaft, Landwirt? Rolnica, Gostovia, Denica. Goodbye. In Denica. Okay, dann muss ich gar nicht so weit. Ich brauche den Setzling. Ja, gut. So. Wo ist der Bauer? Bist du eine Enttäuschung? Da hinten. Ja, sorry. Ich muss ja nur ganz kurz antworten. Ist das der Bauer? Ja, das ist der Bauer. Hallo, mein Freund. Erstmal nimm mein Leder und mein Johanniskraut und meinen Wollstoff. Du hast nicht genug Geld für meinen Wollstoff. Alter, du bist ja richtig arm. Ups. Apfelbaum, Birnbaum. Was wollen wir denn dorthin packen? Kirsche haben wir schon einen. Ich glaube, ich packe da einfach nochmal einen Apfelbaumsetzling hin. Ist auch ein bisschen billiger. Und Birnenbäume packen wir dann woanders hin. Das passt, glaube ich, ganz gut, wenn wir im Zentrum einfach einen Apfelbaum haben. So, jetzt hat er auch wieder ein bisschen Münzen und kann mir den Wollstoff noch abkaufen. Have a good day. Perfekt. Ja, weiß ich, die tun nix. Ich weiß, dass ich mehr verdiene, wenn ich da was draus bastel. Ich wollte es nur gerade einfach loswerden. So. Wie viele Tage haben wir denn mittlerweile? 7. Tag 7. Also noch 3 Tage, dann ist Winter. Ich bin so gespannt, wann man meiner Frau endlich anmerkt, dass sie schwanger ist. Kriegen die Charaktere überhaupt Babybäuche? Oder sind die einfach schwanger und plupp, dann ist plötzlich ein Baby da?
Plupp. Okay. Die pluppen einfach raus. Wundervoll. Großartig. Die pluppen einfach raus. Okay. Okay, okay, okay. Hast du... Da ist ein Säckchen für mich. Geil. So, und wir haben einen Apfelbaum gesät. Geil. So, was sagt denn meine Verwaltung? Funktioniert alles? Alles außer der Brunnen. Warum funktioniert der Brunnen nicht? Haben wir keine Eimer im Auftrag? Müssten wir eigentlich. Wahrscheinlich produziert sie viel zu viel Wasser vor. Safe produziert sie einfach viel zu viel Wasser. Ja, 15.000 Wasser. Wir haben 15.000 Wasser. Junge, wer soll das trinken? Dankeschön, No Game, für die 4 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Und Dankeschön, Alfur, für die 8 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Man muss nur umplanen, sobald das Kind da ist, da die Frau dann ja 2 Jahre nicht arbeitet. Ich habe meine Frau schon seit einem halben Jahr aus der Arbeitsplanung raus, weil ich seit einem halben Jahr darauf warte, dass dieses Kind kommt. Also meine Frau tut nichts. Die kann auch nichts. Der hat auch keine besonders guten Stats. Also die habe ich wirklich geheiratet, damit sie Kinder kriegt. Die ist wirklich einfach fürs Kinderkriegen gerade da. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt im Herbst noch sehen könnte? Und Dankeschön, Bruder Tuck, für die 3 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Vererben sich Fähigkeiten? Ich hoffe nicht. Aber sie levelt doch beim Arbeiten und wird dadurch besser. Ja, aber sie arbeitet nicht. Aber sie arbeitet nicht. Hatte ich doch gerade gesagt. Vielleicht wird sie dann besser im Nichtstun. Vielleicht wird sie dann besser im Nichtstun. Es gibt da halt so viele coole Sachen, die man bauen könnte. Aber, ach, ich muss diese Schemas gar nicht mehr lernen. Holzstamm, Stock, Leinen... Nee, Leinengarn habe ich nicht, um den dafür auszugeben. Der ist viel zu teuer. Lightones. Kohl ist im... Nee, Kohl ist nicht... Kohl ist im Sommer und im Frühling. Woher kriege ich Flachs? Will ich noch ein Roggenfeld? Will ich noch ein ganzes Roggenfeld?
Am Wasser. Ach, Flachs ist. Ist das nicht Stroh? Das am Wasser ist doch Leinsamen geben, Flachs. Auf Leinen draufprügeln. Also Leinsamen brauchen wir. Wir brauchen Leinsamen. Wann wachsen die? Dankeschön für die 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön, ihr Lieben. Da steht halt auch nicht, wann was ist, ne? Dankeschön, Killer, für die 100 Bits. Das ist auch Frühling. Du kannst die Zeiten, wenn das wächst, im Beutel sehen. Ich habe keinen Beutel. Aber ich hol mir mal einen Beutel und guck nach. Dankeschön für den Hinweis. Dankeschön für den Hinweis und danke wegen dem Hype Train, der da gerade auch durch die Gegend tschut. Ach, da sehe ich's. Okay. Das ist Frühjahr oder Sommer. Das ist Frühjahr. Das ist Frühjahr. Das ist Frühjahr. Dankeschön. Alter, the fuck. Dankeschön, Cozy Lara, für die 50 Bits. Dankeschön, Kolimer, für die 100 Bits. Dankeschön, Celasta, für die 200 Bits. Und Killer Klo nochmal für die 100 Bits. Und dankeschön, Oswald, für die 5 verschenkten Subs. Willkommen bei den Eumeln. Willkommen, willkommen und vielen, vielen lieben Dank. Das ist sehr süß. Danke, 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 danke schön. Ich danke euch. Dankeschön, dankeschön. Ach, Moment, es ist ja in der Mitte steht's auch. Das habe ich gar nicht gesehen. Danke auf jeden Fall für den Support, ihr Lieben. So, Frühling bis Herbst, Herbst bis Sommer. Frühling bis Herbst. Oh Gott, Hafer geht so lange. Herbst bis Frühling. Winter, Sommer. Karotten können wir auch im Winter ballern. Ja, dann lasst uns doch noch mehr Roggen holen. Lasst uns doch einfach noch ein ganzes Feld mit Roggen ballern. Einfach dieses hier. Komplett. Einfach Roggen des Todes. Dann werden das unsere Futterfelder. Dann habe ich hier jetzt quasi, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann habe ich ja Roggen Herbst bis Frühling und Hafer Frühling bis Herbst. Das heißt, ich packe quasi im Herbst und bis Frühling hier Roggen drauf und Frühling bis Herbst packe ich Hafer drauf. Das sind dann meine Roggen-Haferfelder quasi. Dann ist das jetzt nicht mehr Kohl. Dann habe ich das jetzt umbenannt. Eigener Name. Hafer und Roggen. Und das andere Feld ist... Und das andere ist Feld 8. Wie groß ist das? Ich glaube, das ist 5x4, war das, glaube ich.
So, Hafer, Roggen, 5x4. Das Problem, das ich ein bisschen sehe, ist gerade, dass mir nicht der ganze Name angezeigt wird. Das nervt mich ein bisschen. Also nicht im Ganzen. Wir kürzen das ab. Ja, so zeigt das mir dann komplett ab an. So zeigt das mir komplett an. Gut, das heißt, ich brauche noch mal 20 Roggen, die wir da noch pflanzen. Viel Dünger habe ich noch? Das hatte ich gar nicht geguckt. Okay, Dünger haben wir noch genug. Geil. Dann wird das ja jetzt langsam richtig. Das heißt, im Herbst nächsten Jahr haben wir unser ganzes Futter, Tierfutter, komplett selbst produziert. Das ist super nice. Das ist super, super nice. Man kann dich lesen, Searing Pain. Ja, ich lese. Ich sehe und lese, was du schreibst. War Tierfutter nicht drei Zutaten? Hafer, Roggen und Heu oder Stroh. Stroh war es, glaube ich, ne? Ich glaube, es war Stroh. War es Stroh? Gott, ich hoffe, es war Stroh. Hello. Hallo. My wares never disappoint. Verkaufen Sie mir bitte... Roggen, Roggen, Roggenkorn. Ich glaube, Roggen werden wir sowieso unendlich viel brauchen. Also, ich habe auch gerade gesehen, dass du Roggen auch für Mehl brauchst und so weiter. Also, ich glaube, wir werden generell einfach riesige Roggenfelder brauchen. Dankeschön, Kanius. Wir werden riesige Roggenfelder brauchen. Das planen wir vielleicht dann doch alles nochmal komplett um. Also, jetzt für das nächste Jahr... Machen wir es mal auf die Art und Weise, I guess. Vielleicht plane ich das auch noch mal komplett um. Vielleicht mache ich das im Frühling doch noch mal zu Kohl. Vielleicht mache ich das im Frühling doch nochmal zu Kohl und plan dann so ein riesiges Roggen und Dingsterbumsterfeld außerhalb. Oder du benutzt für Mehl eine andere Getreideart oder das. Können wir eigentlich selber auch schnell machen. Ist hier Roggen eine Eigenart oder wird das mit Weizen zusammengelegt? Ich glaube, das ist extra.
Ich glaube, das ist extra. Ich finde es schon witzig, wie alle Dörfer vor sich hin dümpeln. Und in einem kleinen Dorf da am Fluss gibt es jemanden, der mehrere Häuser und Felder an einem Tag baut. Also, to be fair, uns gibt es jetzt auch schon seit... also, wir gehen jetzt ins zweite Jahr, glaube ich. Digga, was machst du? Digga, ich hab das schon gemacht. Ich glaube, dem passt das nicht, dass ich dir da mithelfe. Aber ich bin halt so viel effizienter. Warum haben wir... Okay, da, wir haben 20 Roggenkorn. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre ja jetzt ein bisschen heftig gewesen. Die werden halt nach Stunden bezahlt und nicht nach Fläche. Ja, das geht mir alles zu langsam. Kann man eigentlich später Bier brauen? Ja. Hopfen habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und du kannst auch Met machen und Pflaumenwein und alles Mögliche. Einfach Kapitelquests machen, dann kriegst du sehr schnell sehr viele Gebäude. Du bist schmutzig. Ja, aber das soll so. Geil. Geil. Dann läuft das ja richtig gut jetzt. Aber, meine Freunde, ich werde hier jetzt einen kleinen Schlussstrich ziehen und mir noch was zum Mittagessen machen, weil ich um 15 Uhr abgeholt werde und dann bei einem Event bin. Ach so, falsches Gebäude. It rains. It rains. So. Für euch nochmal als Info. Es macht... Hab gestern in einem Fass am Fluss jetzt ungefähr drei Pflaumenbäume gefunden. Alter, der Neid. Ihr lieben Menschen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr mit am Start wart. Erinnert euch daran, dass ich heute in 3 Streams online bin. Das hier heute war erst Stream 1 von 3. Das heißt, ich bin jetzt hier quasi mal off. Ich mache jetzt eine kleine Mittagspause. Dann fahre ich zu einer Event-Location, weil wir zusammen mit Prime Video und Brammen, Nickbeats und Revi heute Abend zu Gast sind bei einem coolen Format auf dem PrimeVideo.de Twitch-Channel. Ich hoste danach auch noch rüber und uns ein paar Challenges und Spielen stellen, auf die ich sehr, sehr viel Bock habe. Ich habe auch noch eine Insta-Story gepostet, wo es um eine Meme-Challenge geht. Das heißt, wir brauchen da eure Hilfe. Wir brauchen Memes zur ersten Staffel. Insider-Jokes, die ihr entweder im Discord oder mit dem Hashtag LastOneLaughing auf Twitter hochlädt. In meiner Insta-Story gibt es genauere Infos dazu für unsere Spiele heute Abend. Das geht auf dem PrimeVideo.de-Channel heute um 19 Uhr los. Ich gehe aber davor nochmal vor Ort mit meinem Handy live für circa eine Stunde und mache ein kleines Behind-the-Scenes, zeige euch das Set und wie alles wo wie aussieht und hoste dann rüber. Und dann gehen wir auf primevideo.de um 19 Uhr online und haben noch ein schönes Abendformat. Und ich habe da sehr, sehr viel Bock drauf. Gleichzeitig ist Tarek auch mit am Start und vloggt das Ganze wieder. Das heißt, es kommt auch als Vlog auf meinem YouTube-Channel. Haha. Das heißt, ihr habt heute noch viel Pia, wenn ihr Bock auf Pia habt. Abseits davon danke ich euch für den sehr, sehr schönen Morgenstream. Das mit heute wirklich Hühner hat funktioniert. Wir haben 3 Hühnchen.
Und wir sehen uns ansonsten, falls wir uns heute verpassen, kommt ab morgen die erste Medieval Dynasty-Folge auf meinem YouTube-Channel. Das kommt uncut. Ihr kriegt da das ganze Wochenende den vollen Stoff. Aber ich bin sonst erst wieder am Montag online, weil Kalle und ich sind übers Wochenende in Bremen. Da kriegt ihr sicher ein paar Insta-Stories hier oder da. Aber all in all bin ich das Wochenende offline, weil ich, wie gesagt, in Bremen bin. Das heißt, entweder heute Vollgas oder morgen YouTube-Channel, beziehungsweise das ganze Wochenende YouTube-Channel. Und ansonsten Montag wieder weiter mit Evil Dynasty. Die Sucht ist riesig und damit soll es auf jeden Fall weitergehen. Gut, damit hätten wir das abgespeist. Schön. Und dann würde ich euch jetzt weiterschicken zur lieben Beatrice. Die spielt nämlich gerade Elder Scrolls Online. Das perfekte Spiel für heute Morgen. Die chillt bei irgendeinem Drachen, sagt ihr Hallo von mir. Die tötet irgendwelche Drachen. Es sieht sehr, sehr cool aus, was sie macht. Sagt Hallo von mir. Seid lieb, seid nett. Ich wünsche euch dort ganz viel Spaß im Stream, bis wir uns später wieder in meinem sehen. Dankeschön für den schönen Stream. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Und danke fürs Reingucken. Und danke für die ganzen Subs. Und danke für die Follows. Und danke für die Bits. Tschüss.